Und damit einen wunderschönen guten Tag hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ronny. Heute, natürlich müssen wir heute in den, ich sag jetzt mal, zu den Tesla-News nur über das Tesla Model 3 Performance sprechen. Denn, ob jetzt Ludacris oder Plaid oder wie auch immer das Teil heißen wird, es ist definitiv im Anmarsch. Ja, ich werde euch hier auf jeden Fall von Twitter einige Bilder und auch Videos einblenden, denn das Model 3 Highland in der Performance Ludacris Plaid Variante ist jetzt gesichtet worden in einer wohl, ja, wo Videoaufnahmen gemacht wurden zu dem Fahrzeug. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, denn die Geschichte darum, es soll wohl irgendwo in Europa gewesen sein, wo es jetzt genau gewesen ist, spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle, denn es wurde gesichtet. Das ist das viel Wichtigere daran. Wir können die Performance-Sitze erkennen, wenn nicht genau 100%, aber wir können sie erkennen. Und wir sehen die Radkappen oder auch richtige Felgen. Man weiß es derzeit noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Felgen sind. Es müssen jetzt keine Radkappen sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch welche sein könnten. In 20 Zoll wohlgemerkt, so wie es auf jeden Fall aussieht. Und man sieht ganz klar, dass er natürlich wieder ein Fahrwerk hat, ein abgeändertes Fahrwerk, also anders als das, was das Long Range oder der Standard Range hat. Und ich bin auf jeden Fall extrem gespannt auf die Werte, die das Fahrzeug haben wird. Denn die sind aktuell überhaupt noch nicht bekannt. Ja, wie viel PS bringt er dann jetzt da auf die Straße? Und am wichtigsten finde ich, dass das Fahrzeug jetzt mal gesehen wurde ohne Verhüllung. Das heißt, wir können vorne an der Stoßstange einen sogenannten, ich hatte damals an meinem VW Vento, hatte ich einen Cup Diffuser, nannte man das. Das wurde quasi unter die Lippe drunter gesetzt und dann sah das so aus wie so ein Schwert. Habe ich damals dann gegen einen Hasen, habe ich verloren und da ist das Ding kaputt gegangen. Und ja, auf jeden Fall, das hat der Ludacris Plaid Performance Model 3, der neue, hat das ebenfalls. So richtig geschwungen vorne, sieht richtig schön aus. Es ist auch in Schwarz gehalten, nicht in Wagenfarbe. Und das kann man ganz klar erkennen. Ich werde euch hier natürlich dann Bilder an diesen Stellen zu diesen Dingen natürlich einblenden. Was aber auch sehr interessant ist, und das ist das Heck. Man kann ganz hinten auch sehen, dass der Diffuser hinten, also sprich unten am Heck des Model 3s, dass das definitiv auch anders aussieht als das vom Long Range oder auch das vom Standard Range. Und da bin ich wirklich extrem drauf gespannt, wie das Ganze in echt dann aussehen wird. Und da müssen wir tatsächlich mal schauen, was wir für Werte dann haben, denn Tesla wird uns mit Sicherheit irgendwelche Werte erzählen, wie das dann auf die Straße kommt, das Ganze, denn das ist ja eigentlich das Interessante daran. Ja? Wie schnell wird der denn jetzt, der Ludacris Plaid Performance, was auch immer er heißen mag. Und ich kann schon mal spoilern, dass es im Innenraum auch noch einige Überraschungen geben wird. Warum, das werdet ihr dann zu gesehener oder zu passender Zeit dann sehen. Auf jeden Fall, die Sitze allein sind es nicht. Lasst euch überraschen. Und kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ich habe mein Licht noch an. Ich habe das vorhin eingestellt, weil ich da ein paar Sachen noch machen musste. Ich mache es mal aus. Genau, das auf jeden Fall dazu. Ich bin auch mal gespannt, was für Einstellungsmöglichkeiten der Wagen dann in seinem Plaid Ludacris Performance Mode bieten wird. Denn es ist ja so, dass wir im Performance diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man es, Track Mode, glaube ich, heißt der Track Mode, wo du quasi angeben kannst, ob du vorne mehr Antrieb haben willst als hinten oder alles nach hinten schieben willst. Auf jeden Fall hat das ja die Performance-Version des Model 3 und des Model Y. Oder hat es der? Ja, der Y hat es auch. Und da interessiert mich halt auf jeden Fall, was wird der Ludacris Plaid Performance dann bieten. Ich bin gespannt. Also das auf jeden Fall. Und was wir auch noch gesehen, also was man sehen kann auf diesem Video,
Hinten das Heck ist halt, wie gesagt, unten der Teil und natürlich der Spoiler hinten drauf, der natürlich für diese Performance-Versionen immer exklusiv ist. Das heißt, ich auf meinem Long Range habe ja auch keinen Heckspoiler drauf. Ich könnte mir den allerdings im Aftermarket besorgen und dann natürlich hier drauf machen. Könnte man. Weiß ich nicht, ob das... Vielleicht wird es cool aussehen, weil ich ja hier drin auch Carbon habe. Und dann könnte ich hinten natürlich auch. Aber naja, brauche ich jetzt nicht. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt drauf. Übrigens, Scheibenwischer laufen im Automodus aktuell. Ich bin mal gespannt, ob sich da jetzt schon die Verbesserungen einschleichen. Ich habe aktuell die, ich glaube, 6er, die 2.6er Version habe ich drauf. Ich gucke mal schnell nach. Genau, die 2024 2.6 habe ich aktuell drauf. Da soll jetzt wohl irgendwann nochmal ein Update kommen. Und da bin ich mal gespannt. Gab es da jetzt eins? Warte mal. Es gibt ja jetzt schon die Punkt 7. Ne, meins ist aktuell. Okay, auf jeden Fall, da bin ich gespannt drauf, was das alles bei dem Model 3 Highland Ludicrous Performance Plaid Modell, was das sein soll. Wie sind die Motoren ausgestattet? Das sind alles noch Sachen, die noch nicht bekannt sind. Und man hat aber auch, ich glaube bei Twitter, diese Videos, die man gesehen hat, es gab sogar zwei Versionen, eine rote, also die Ultra Red Version und die schwarze Version. Da bin ich mal gespannt, wie das dann da aussieht. Also ja, ich freue mich drauf, wenn es dann endlich released wird. Da bin ich echt gespannt drauf. Und da schauen wir mal. Da schauen wir mal, was uns Tesla dann da und vor allem wann Tesla uns das erzählen wird. Denn aktuell ist es ja so, dass wir noch gar nicht genau wissen, wann er kommt. Ich gehe von einem zweite Quartal aus, denn wir haben jetzt aktuell die, März kommt ja jetzt. Das heißt, wir haben jetzt dann das Ende des Quartal 1 und wir kommen dann in Q2. Also ich könnte mir vorstellen, dass er dann vorgestellt wird, Ende März, mit diesen Videos, die da gemacht werden. Vielleicht sind auch gar keine Videos gemacht worden, sondern nur Fotoaufnahmen. Weil ihr wisst ja, da gibt es immer dann diese Tesla Gallery, die ich euch auch hier mal einblenden werde. Da könnt ihr euch für sämtliche Modelle tolle Fotos als Hintergrundbild für die Desktops oder so auflisten. Also das ist sehr, sehr schön. Da nehme ich zum Beispiel auch immer meine ganzen Bilder her, wenn ich meine Thumbnails mache. Und finde ich schon sehr, 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 sehr schicke Aufnahmen, die da sind. Ja, das auf jeden Fall zum Model 3 Performance Plaid Ludicrous Video Leak, sage ich jetzt mal. Also es muss ein Leak gewesen sein, denn in einem Video sieht man, wie eine Dame in einer, einer Sicherheitsweste auf denjenigen mit dem filmenden Handy oder was auch immer zugegangen ist und hat dann wahrscheinlich gesagt, bitte nicht fotografieren oder filmen oder sonst irgendwas. Bin gespannt. Ganz schön laut hier seine Reifen. Ich dachte schon, meine wären das. Ja, Regen. Es ist ein leidiges Thema. Wir müssen mal schauen. Also aktuell macht er seine Arbeit recht gut. Ihr seht es ja schon die ganze Zeit im Video. Wir haben wieder schlechtes Wetter. Und ich denke, das können wir dann direkt mit reinnehmen. Diesen kleinen Test zum, ja, ich sag mal, lückenfüllenden Videoteil. Denn wie sieht es aus? Schafft der endlich mal? Also heute Morgen hat es auch geregnet auf dem Weg zur Arbeit. Und jetzt ist es wieder perfekt, dass es auch wieder regnet. Und ihr seht selber, er wischt relativ gut. Das kennen wir schlechter. Deswegen, ja. Was ich aber beobachtet habe, ich habe es leider nie aufnehmen können, aber jetzt passt auf. Und zwar folgendes. Ich hatte, wenn ich gefahren bin, keinen einzigen Regentropfen auf meiner Scheibe. Kein einziges Wölkchen am Himmel. Und dann bin ich losgefahren. Ungefähr so nach 300, 400 Meter von mir zu Hause hat er einfach einmal gewischt. Da habe ich mir gedacht, so, warum macht er das? Und dann so ungefähr einen Kilometer weiter, der Scheibenwischer beim Y, sieht man ja dann immer, wenn er in diesem Wartungsstellungsmodus ist, also wenn er dann wartet, wie jetzt, seht ihr das wieder, bis er wischt oder wischen kann, dann wartet er immer so komisch. Und dann stand der wirklich einen Kilometer lang in diesem Wartungsmodus wie jetzt, also in diesem Stellungsmodus, dass er gewartet hat.
und er hat nichts gemacht. Dann hat er wieder einmal gewischt und irgendwann hat er dann aufgehört. Es war wirklich nichts. Es war nicht irgendwie was dreckig oder so. Auch hier an den Kameras, an den dreien, nichts. Habt ihr das auch beobachtet? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Und schreibt mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, was ihr vom Model 3 Ludicrous Performance Plaid Modell, wie es auch immer heißen mag, was ihr davon haltet. Ganz wichtig, in die Kommentare damit, ja? Wie seht ihr das? Wie seht ihr die jetzigen Außendinge, die jetzt bekannt sind? Wie gesagt, da kommt innen noch was dazu. Das werdet ihr dann, wie gesagt, sehen, wenn es dann veröffentlicht wird. Kann er jetzt nicht drauf eingehen, müsst ihr verstehen. Auf jeden Fall, die Sitze sind ja bekannt innen, aber da kommen noch ein paar andere Sachen. Deswegen abwarten. Ich freue mich drauf und da bin ich wirklich gespannt. Gehypt würde ich jetzt nicht sagen auf das Fahrzeug, aber ich bin gespannt, wie es seitens Tesla promotet wird. Vielleicht machen die einfach nur so Schnipp. Ach ja, Performance ist jetzt da, hier sind die Bilder, hier ist ein kurzer Videoclip oder so. Wahrscheinlich so irgendwie. So ist ja Tesla-like üblich, dass sie Dinge vorstellen. Einfach mit einem kurzen Video und da ist es. Ich sag mal nicht, dass sie da eine riesen Show draus machen werden. Und schon gar keine Auslieferungsshow wird da gar. Also das glaube ich nicht. Auf jeden Fall, man weiß es ja nicht. Ne? So, ansonsten, wie immer wichtig, schaut bei meinem Partnershop von Tesla vorbei. Bis Donnerstag, also bis zum 29.02. bekommt ihr da noch 10% Rabatt mit dem Gutscheincode RONNY, wenn ihr bis dahin was bestellt. Viele haben es wieder genutzt. Ich danke euch für den Support, Leute. Und dann gilt wie immer, wenn dir das Video gefallen hat und du rund um das Thema Tesla nichts verpassen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und, was natürlich auch hilft, schreib mir einen Kommentar. Und sei es nur ein Smiley. Wenn du nur ein Smiley machen willst, das machen wirklich viele von euch, mach einfach ein Smiley in die Kommentare, gibt sowieso von mir mein Herz dafür und das finde ich dann wirklich super. Danke für diesen Support, Leute. Danke auch nochmal fürs Feedback mit dem Video, was ich mit Marvin gemacht habe. Das war auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben auch das erste Mal getestet und das Objektiv war jetzt natürlich nicht so optimal für die Brennweite, die wir da verwendet haben. Das ist uns alles bewusst, da müssen wir mal schauen. Da werden wir mit Sicherheit noch mal was machen. Und das soll es aber jetzt gewesen sein mit dem Video. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Euer Ronny ist raus und ich sage wie immer, cheers. So, habe ich alles drin gehabt? Ich habe alles drin gehabt. Cheers.